Das ist ein Weg, wie man Mad Moxie unter den Rock rücken kann. Check this out! Wo sind, kommen die hin? Ich sehe keine Konstrukte. Da, nix, ich hab vergessen. Fucking scheiß Konstrukte, Alter. Alter, wie mein Geschütz diesen Konstrukte einfach zerstört, Junge. Zerstört! Das Geschütz muss da weg. Oha, das sieht heftig aus, das sieht heftig aus. Und mein Geschütz wieder, ganz ehrlich. Jetzt, da liegt Iridium. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt wäre so ein von dem ganzen AK dieses Doppelwaffending gar nicht mal so schlecht. Nein, einfach nur weil wegen Doppelsäurewaffen oder so, keine Ahnung, das wäre mega nice eigentlich. Ich bin gleich tot, fällt mir gerade auf. Scheiße. Ne, da lebt immer noch Geschütz. Nein. Oh, so close. Iridium, 4 Stück, lol. Lol, vergiss es, du kannst ihn nicht retten, Alter. Fucking Shieldbot. Ja. Sauerstoffvoll. Sorgen abgepackt, abgekappt, Alter. Nein. Ist da Muni? Das ist Muni, Ding. Na, oh, der geht aber ganz schön schnell. Oh nein, aber. Ah, nicht brennen, Alter. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Scheiße. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch. Fick dich, du Sch. Hot Leute. Ja, halt die Backen. Bin ich gerade selber am Arsch, Alter. Boah, der war ja im Instant Down. Was ist los jetzt? Da liegt Iridium, da liegt Iridium. Wie viel Iridium ist denn? Boah, diese scheiß Hotloader, ey. Todesdroh, Alter, Angel. Du musst dich gleich Leute umbringen. Leute, übertreib doch nicht. Schaffe ich, keine Sorge. Ja! Was ist jetzt? Hä? Da? Lol. Ja. Danke, Engel, sehr. Boah. So, jetzt ist Iridium einsammelt. Eins. Da liegt noch eins. Hö, übertreib doch nicht. Ja, warte, ich will noch eben wieder zerstören. Wir bringen ja auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Zack. Zack. Sauber. So. Und zack. Hey, damit. So. So. Und nach Sanctuary, wo ist es? Ganz oben? Ja. Sanctuary. Oh, endlich. Puh. So, was los hier? Und gelange zu den Freunden, endlich. Und dann will ich euch zum Ende des Partes noch einen kleinen ganz Easter Egg zeigen. Und zwar, ihr kennt ja Mad Moxie. Ich erzähle es gleich. Alter, sind die viele Missionen auf Sanctuary. Die nehme ich gleich auch noch eben an. Sicher, aber was oh gut, du bist nicht tot. Oh, ein Waffen-Upgrade-Slot. Yeah, wir können jetzt 4 Waffen nehmen. Oh, endlich, da habe ich so lange drauf gewartet. Legen wir das nach unten, das bleibt da. Nein. Damit tauschen und das Ding damit. So. Oh. Wenn es dich nicht gäbe, wären wir alle tot. Aber wir brauchen einen Plan. Jack baut weiter und kommt dem Krieger immer näher. Und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt hat. Dabei kann ich euch helfen. Du? Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Da hören wir auf den irren Computer, der uns umbringen wollte. Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wäre voller Beute? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen.
Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Okay. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts. Geschützt durch 3 unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Ach du Scheiße. Eine Todeswand. Hört sich nicht gut an. Da liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das klingt noch übler. Das okay. ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt. Okay, ich bin raus. Was auch passiert. Lasst Lilith Freunde. Keinesfalls in meine Räume. Sollen das heißen, verdammt? Okay, Freunde. Sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Ich bin raus. Sie abschalten kann, dann Todeswand. Ist klar. Ich auch ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, könntest ich du kurz stehen bleiben? Ich brauche was von dir. Ja. Mach ich alles noch zum Wildlife Exploitation Reservat. Ich werde jetzt erstmal hier alle Missionen annehmen und euch dann noch so ein kleines Extra zeigen. Du hast Mordfall zu klären? Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeholt. Komm vorbei! Ich habe ich Arbeit! Zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um und finde raus, welcher von diesen 4 völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Okay, ich nehme. Sonst muss ich alle 4 hängen und so viel Zeit habe ich nicht. So, okay, ich nehme den da. Okay, wenn du meinst. Ja! Okay, wenn du meinst. Tja, gute Arbeit, Deputy. Barlow dachte, er könnte ungestraft einen unschuldigen Mann erschießen. Aber das war ein tödlicher Irrtum. Er war sogar anscheinend ja, aber er hatte ja ja gesagt, dann habe ich aus Versehen nochmal gedrückt. Okay, wie viel Iridium habe ich? Ja doch, Iridium. 21, ja lol. Was nehme ich? Nochmal Pistolen-Upgrade. SMG-Upgrade, Pistole, SMG. Ich glaube, ich nehme sogar das Rucksack-Upgrade und dann irgendwas für 4. Shotgun, ja, hört sich gut an. So, Shotgun auch nochmal. Was ist denn da unten? Achso. Okidoki. Alles annehmen. Ich bin gespannt, wie viele Missionen wir denn insgesamt haben. Und ja, das hier ist ja Mad Moxie. Dicke Titten, geschminktes Gesicht und geilen Arsch. Und da wollte ich euch gleich was zeigen. Mein Gott, den Kammerjäger. Was mega lustig ist. Hä, Hammerlocks Arm? Naja, guck ich mal, was ich so machen kann. Jetzt hier so im Sanctuary direkt vor Ort oder so. Ob es überhaupt was zu machen gibt. Scooter, was willst du denn? Zack. 3 auf einmal gleich. Oh, was ist das hier? Okay, wie Birthday Clap Trap. Geil. 7 Jahren. Wahnsinn. Okay. My note. Aber jetzt habe ich da keinen Bock drauf. So, auch nochmal 2. Klankrieg. Zwei Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxie selbst. Den zweiten Preis hat mir Jack abgejagt. Den ersten ein Dieb namens Carson. Ach stimmt nicht, dass du das noch beenden. Ich die Waffen wiedersehe. Aber falls du sie willst, musst du Carson in the Dust finden. Okay. So, jetzt habe ich alles soweit erledigt. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie viele Missionen wir offen haben. Aha, ach du Scheiße, ein paar viele. Gut. Die werden wir alle in der nächsten Aufnahme erledigen. Verspreche ich euch, wir werden sie alle machen. Aber jetzt will ich euch noch eben ein kleines Steak zeigen fürs Ende der Aufnahme. Und ihr werdet wahrscheinlich lachen, wenn ihr das seht, aber es ist mega geil und ich feiere das. Ich feiere das wirklich. So, hier hoch. Ist das ein Weg?
wie man Mad Moxie unter den Rock rücken kann. Scheiße. Jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Ja, es ist ein Weg, wie man Mad Moxie unter den Rock gucken kann. Mega geil, Eilig. Aber ich feiere das so hart, wirklich. Das ist genauso wie, das ist ähnlich so ein Glitch, wie ich euch vorhin in, da vor Sanctuary gezeigt habe, ganz am Anfang der Aufnahme, wo ich so unter der Welt war. Und so einen Glitch gibt's hier auch. Und der ist exakt unter Moxie. Und deswegen kann man Moxie unter den Rock gucken. Und das will ich euch unbedingt mal zeigen. Das habe ich, damals mal mit, als ich beim Kumpel, aber was ist das denn? Als ich beim Kumpel gepennt habe, haben wir uns einfach mal, also er hat halt Borderlands 2, von ihm habe ich das Spiel auch, beziehungsweise von ihm bin ich auf die Idee gekommen, mir das auch mal zu kaufen. Grüße an dich, Fabio. Mit ihm habe ich übrigens auch Borderlands 1 together let's played, aber das musste ja leider abgebrochen werden. Schade eigentlich. Naja, und der hat mich da irgendwann mal drauf gebracht. Und da habe ich mir das halt gekauft. Und dann haben wir uns mal so nach Glitches umgeguckt. So, Alter, er sagt jetzt, was es so für Glitches hier gibt. Und da sind wir auf diesen Glitch gekommen. Den Glitch mit, den ich euch ganz am Anfang der Aufnahme gezeigt habe, den habe ich übrigens selber gefunden. Aber den habe ich nicht vorher im Internet nachgelesen oder so. Sondern da bin ich selber drauf gekommen, als ich mit einem Kumpel gezockt habe und nicht auf ihn gewartet habe. Bin ich einfach so in der Welt rumgegeistert und hab... Alter, willst du mich jetzt verarschen? Spring noch, Junge! Ich will jetzt nicht 5000 Mal hier runterfallen. Ganz ehrlich. Naja, bin ich dann halt so in der Welt rumgegeistert und bin da aus Versehen runtergefallen. Und hab dann da diese Spalte gesehen und bin dann einfach da hingegangen. Hab ich ihm das gezeigt und er fand das voll lustig. Ja, Grüße an dich, Eduard, falls du dieses Video sehen solltest. Du bist cool. Eduard ist wirklich cool. Eduard ist der Coolste, ja. Es gibt nur einen, der cooler ist und das ist Marco und Marco hat den längsten. Alter! Mann, ganz ehrlich, was ist denn das? Also, letztes Mal hat das geklappt. Da konnte ich einfach so darüber springen. Aber ich weiß, dass man auch, dass es auch einen anderen Weg gibt. Also so 50-50 einen anderen Weg. Ist schon dieser Weg, aber... Ich zeig's euch einfach mal. Vielleicht klappt es, ich weiß nicht, ob es klappt oder mittlerweile gepatcht wurde oder was weiß ich. So, hier rüber. Zack. Hier rauf springen. Siehst du, da fällt man rein. Okay, scheiße. Das wird nix. Ich meine, das ging so. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Tut mir sehr leid, wenn es so lange dauert. Also, ich habe das extra vor der Aufnahme nochmal auf einem zweiten Account getestet. Einfach nur so. Also da habe ich mich dann so einen Cheat geholt und mich ganz schnell hochgecheatet und halt so gecheatet, dass ich schon bei diesem Story-Level-Punkt bin, dass ich halt das machen kann, weil das geht nur... Dieser Cheat geht nur, dieser Glitch geht nur, wenn Sanctuary bereits in der Luft ist. Also wenn Sanctuary nicht mehr weggeflogen ist. Wenn Sanctuary, seit dem Punkt, wo Sanctuary weggeflogen ist, ab dann geht das. Das geht nicht vorher, wo Sanctuary noch im Boden steht, ganz normal, sondern, ja, endlich. Das geht nur seitdem. So, was ist los? Jetzt kann ich springen. Springen. Jawohl. Sauber. So, jetzt sind wir hier. Jetzt hier rüber. Jetzt können wir hier reinspringen. Zack. Und jetzt können wir entweder hier so in die Welt gucken, so. Oder wir können hier unten drunter. Ihr wisst, wo ich bin. Wir können hier unten drunter. Und na, wer ist da? Mad Moxie, unsere Süße. Hey. Sweetie, geil. Ja, und dann können wir ihr unter den Rock gucken. Alter, mal ganz ehrlich, wenn ich mal ehrlich sein soll. Ja, von ungesehen, mega große Brüste. Jetzt wollen wir dir mal gucken, um deinen Fort zu stecken. Oh Mann, ah, das wird zensiert, das Video. Ja, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nie gesagt. Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen weiter hier unter der Welt rumgeistern. Da hinten steht Hermalock, ne? Yep. Das finde ich jetzt schon so ein bisschen lustig. So, oh, hier ist auch mal, da können wir mal hier so. Ja. Voll in seine Eier. Naja, das finde ich eigentlich recht nett, diese Easter Egg. Wie ehrlich sein soll, können wir hier so wieder in die Welt zurück? Nee, ne? Okay. Ja, jetzt muss ich leider sterben, aber. Für diesen Ausblick lohnt es sich, mal ganz ehrlich. Gut, dann habe ich jetzt 45 Minuten aufgenommen. 46 Minuten aufgenommen. Das sind drei Parts. Das geht voll klar. AKA 15 Minuten. Ich hoffe, es hat soweit, dass es euch gefallen hat.
Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesen drei Parts in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen runter, wenn nicht. Und die nächste Aufnahme wird dann versprochen. Eine mega riesige 3-Stunden-Monster-Aufnahme. Oder noch länger. Also eine mega riesige Weltrekord. Nein, Spaß, nicht Weltrekord. So eine Eximus-LP-Rekord-Aufnahme. So mega lange, wo ich mindestens die Hälfte dieser ganzen Mission erledigen werde. Und dann mal gucken, wie es mit der Story-Mission weitergeht. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Haut rein, bis dahin. Tschüss.